Vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für den Vortrag an den Herrn Spitz, der so ein bisschen das datenschutzrechtliche Horrorszenario an die Wand gemalt hat, was tatsächlich auch nicht fernliegend ist. Wir hatten ganz am Ende von ihm einen Satz mit Daten bezahlen. Sie haben vielleicht verfolgt, dass es eine Diskussion um eine Datenschutzgrundverordnung gibt, die in den nächsten 2 Jahren das Datenschutzrecht in Europa vereinheitlichen soll. Was aber gleichzeitig auf Ebene der EU-Kommission stattfindet, ist die Planung für ein einheitliches europäisches Vertragsrecht. Da gibt es dann keinen Kaufvertrag mehr und keinen Mietvertrag mehr und keinen Werkvertrag mehr. Es gibt nur noch einen Vertrag zwischen einem Lieferanten und einem Abnehmer. Abnehmer ist in der Regel der Verbraucher und dieses Vertragswerk, was im Moment in einem frühen Entwurfsstadium ist, sieht ausdrücklich vor, dass die Gegenleistung eines Verbrauchers für die Leistung, die ein Unternehmer ihm bringt, das Bezahlen mit Daten sein kann. Das heißt, der Gesetzgeber auf europäischer Ebene beglückt uns auf der einen Seite mit einer Datenschutzgrundverordnung, auf der anderen Seite plant er, Daten zu einer Handelsware zu machen. Ja, und vor dem Hintergrund, den Herr Spitz gerade geschildert hat, mit den Wearables, ich trage übrigens selber eins davon und lasse brav meine Schritte protokollieren. Ich benutze auch Produkte dieser Firma, die Herr Spitz nicht benutzt. Er benutzt dafür ein Lenovo-Notebook, das von einem chinesischen Hersteller kommt. Kann man jetzt auch darüber diskutieren. Also ne, wir haben auf europäischer Ebene haben wir durchaus Entwicklungen, genau diese Frage zu stellen, muss ich den Personenbezug von Daten und das Schutzbedürfnis, was sich daraus ergibt, möglicherweise aus wirtschaftlichen Interessen durchbrechen. Und damit sind wir bei dem Thema meines Vortrags, Informationsfreiheit und Transparenz. Ich versuche nicht viel über Datenschutz zu reden, ich versuche nicht zu juristisch zu reden. Ich will Ihnen nur mal aufzeigen, dass vielleicht einige von den Dingen, die der Herr Reimann heute Morgen gesagt hat, gar nichts Neues sind, sondern rechtlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Zu mir will ich gar nicht viel sagen, ich bin Überzeugungstäter. Ich liebe meinen Job, ich liebe Technik, da wir eben schon Anekdoten aus unserer Kindheit ausgetauscht haben. Mein erster Computer, Sinclair ZX81, 1982, Folientastatur, 1024 Kilobyte RAM, also 1024 Zeichen, ja, 1 Megabyte Arbeitsspeicher, kein Speichermedium, das Ding ausschalten, die Daten waren weg. Das war digitales Vergessen. Ja, mal ganz ernsthaft. So, und wenn wir über das Thema Offenheit und Transparenz reden, all meine Folien, die ich irgendwie freigeben darf, weil ich mich nicht den Unterwerfungsklauseln von Verlagen und anderen Einrichtungen unterworfen habe, stelle ich auf slideshare.net ein, das ist ein Cloud-Service, wo man die Folien alle abrufen kann und die sind unter einer freien Lizenz, das heißt, sie können mit meinen Folien tun und machen, was sie wollen. Einzige Bedingung ist, mein Name muss irgendwo weiter draufstehen. So viel Ego muss dann eben doch sein. Also, wovon reden wir? Digitale Souveränität, Digitalisierung. Digitalisierung ist das, was hier mit Bildern, die ich mir im Internet besorgt habe, ohne mir urheberrechtlich relevante Fragen zu stellen, symbolisieren möchte. Ne? Links das Internet der Dinge, unten rechts die Industrie 4.0 und darüber die ganze Zusammenwirken von Technik in unserem heutigen Alltag, nicht in der Zukunft. Und wenn wir über das Thema digitale Souveränität reden und mal angucken, in welchen Phasen ist denn Digitalisierung verlaufen, muss man eigentlich sagen, digitale Souveränität ist oldschool. Wir müssten eigentlich über vernetzte Souveränität reden, denn die Industrie 4.0 ist das, wo es nicht mehr nur um wir machen etwas nicht mehr analog, sondern digital geht, sondern wir machen etwas vernetzt. Also reden wir eigentlich über vernetzte Souveränität. Wir müssen nicht mehr nur selbstbestimmt entscheiden, wie wir mit unserem digitalen Gegenstück umgehen, sondern müssen wir darüber entscheiden, wie sich dieses digitale Gegenstück in der Kommunikation mit anderen und möglicherweise nicht mehr nur mit Menschen, sondern mit Maschinen abgrenzt. Wir hatten eben diese Barbie-Puppe. Ja, wir brauchen die Barbie-Puppe eigentlich gar nicht, denn im Wohnzimmer liegt ein Android-Gerät oder ein Apple iPhone, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich will, lauscht das rund um die Uhr mit, ob ich irgendetwas von ihm möchte. Und es gibt so etwas wie Soundcookies, da haben Sie vielleicht noch nicht von gehört. Das sind kleine Informationen im nicht hörbaren Bereich, die mit der Fernsehwerbung ausgestrahlt werden. Und wenn Ihr Smartphone eine solche Always-On-Funktionalität hat und eine App installiert ist, von der Sie gar nicht wissen, dass sie das tut, dann lauscht dieses Smartphone mit. Und wenn aus dem Fernseher die Signale kommen, die Sie nicht hören können, das Smartphone aber versteht, dann fängt es an, Ihr Verhalten zu beobachten, während die Fernsehwerbung läuft. Ja, bleiben Sie sitzen. Machen Sie den Fernseher leise, weil Sie sich unterhalten wollen. Gehen Sie auf Toilette pinkeln, weil die Werbung schlecht ist. Oder machen Sie Ihren Rechner auf und bestellen das Produkt. Ne, kann ich ja idealerweise am Smartphone tun, dann weiß die App sofort, aha, da ist gerade der Safari-Browser oder die Notebooks-Bestell-App aufgemacht worden, kann sagen, die Werbung war gut. Ich habe eine Zielgruppe gefunden. Das ist eigentlich das, worüber wir bei digitaler oder vernetzter Souveränität reden. Und was meint Souveränität an der Stelle? Wenn wir es mal uns angucken, Selbstbestimmung und Überlegenheit. Ich soll mich nicht fremdbestimmen lassen, ich soll selber entscheiden, was ich tue. Und das hat 2 Komponenten. Ne? Einmal ein nach innen gerichtetes Wirken, nämlich mein eigenes digitales, souveränes Dasein.
Das Bewusstsein überhaupt dafür mal zu haben, was kann passieren? Und da kam heute Morgen eine sehr schöne Frage: Was ist eigentlich der Schaden, wenn meine Gemeinde-Homepage gehackt wird? Ne? Keiner. Weil sind ja keine personenbezogenen Daten drauf. Kann sein, muss aber nicht. Heißt, eigentlich wäre die erste Frage tatsächlich, sind denn wirklich keine personenbezogenen Daten auf meiner Gemeinde-Homepage drauf? Und das Zweite ist, wenn ich ein Bewusstsein habe, muss sich daraus eine Kompetenz ergeben, etwas souverän tun zu können. Denn ohne Kompetenzen, die ich aufgrund einer bestimmten Wissenslage mir erarbeite, kann ich mich nicht souverän verhalten. Und dann ist die Frage, wenn ich dieses individuelle Thema für mich geklärt habe, was ist denn das Gegenstück, was andere tun, mit denen ich in meiner Umgebung interagiere? Und das ist die Umwelt, die Außenperspektive von digitaler Souveränität. Und das ist letztlich eine gesellschaftliche oder aus Ihrer Perspektive auch eine kirchliche Aufgabe. Einerseits einen Regelungsrahmen zu haben, Regulierung wird es klassisch genannt, innerhalb der man eine solche digitale Souveränität überhaupt entfalten kann. Andererseits aber eben auch die Mittel der Digitalisierung und Vernetzung so anzubieten, dass der Anwender sie tatsächlich souverän benutzen kann. Nehmen Sie das Beispiel kirchliche Gemeindearbeit. Warum organisiert man sich in der kirchlichen Seelsorge in einer Gemeinde auf Facebook? Oder warum gehen Pflegedienstmitarbeiter und gründen eine Gruppe auf Facebook, in der sie sich über Patienten austauschen? Weil sie kein anderes Medium haben, in dem das so einfach möglich ist, weil wir vielleicht die Technik, die sie brauchen, nicht bereitstellen in einer Form, dass sie auch bedienbar ist. Das ist eine Frage, die ich mir stellen muss. Vielleicht ist sie nicht bedienbar, weil das seelsorgerische Interesse daran und der Datenschutz und Persönlichkeitsschutz, der dahinter steht, das verlangt. Aber dann habe ich wieder in der Innenperspektive einen Fehler gemacht, denn ich habe nicht dieses Bewusstsein kommuniziert, dass ich etwas Sensibles tue, was Sicherheit verlangt. Also es ist nichts, was isoliert nebeneinander steht, sondern meines Erachtens etwas, was fortlaufend miteinander in Einklang zu bringen ist und was an ganz vielen Orten nicht passiert. Und wenn wir das jetzt mal auf uns zurückführen, es gibt so vier Typen, die man bei der Digitalisierung unterscheidet, die ich gerne mal einmal mit Ihnen durchgehen möchte, wo Sie sich vielleicht selber fragen, wo stehe ich eigentlich da und wo steht meine kirchliche Einrichtung? Ne? Der Typ vorneweg ist der Surfer, immer oben auf der Welle, immer der Erste, der dabei ist. Jedes neue Gadget haben, jeden neuen Mist mitmachen. Ja, bin ich. Ganz klar, wenn es irgendwas Neues gibt, muss ich das ausprobieren. Ich mache überhaupt keine Gedanken über Datenschutz, ich will erstmal wissen, was geht. Ja, natürlich für mich selber. Es ist eine Risikoentscheidung, die ich treffen kann, weil ich ein Bewusstsein dafür habe, was eben in die Hose gehen kann. Denn die Dinge, die der Herr Müller macht, begleite ich beruflich und berate dann Einrichtungen oder Firmen, die damit auf die Nase gefallen sind. Zweiter Typ, der Inselbewohner. Ich isoliere mich von allem. Digitalisierung geht an mir vorbei. In der Musikwelt sind das die, die immer noch Vinyl hören. Das sind Inselbewohner. Die haben was für sich gefunden, wo sie sagen, diese ganzen Bits und Bytes, die sind gefährlich, die will ich nicht, das Internet ist böse. Vielleicht sind wir da auch. Vielleicht müssen wir an manchen Stellen auch zum Inselbewohner werden. Dann gibt es den Schnorchler. Ne? So mitschwimmen, nicht auffallen, mal ab und zu ein bisschen Luft holen und mitmachen. Und wenn die alle das tun, dann kann das nicht falsch sein. Und es gibt als Letztes den Mitgerissenen. Das ist der, der auf einmal in der Welle drinsteckt, gar nicht gemerkt hat, was passiert ist und sich auf einmal wundert, warum sein Smartphone zu ihm sagt, du, wenn du heute pünktlich zur Arbeit kommen willst, solltest du jetzt mal losfahren, auf deiner Stammstrecke ist nämlich Stau. Ja? Und sich dann sagt, okay, ist ja eigentlich ganz praktisch, ne? Und sich weiter mittreiben lässt. Das heißt, wir sollten vielleicht, um digitale Souveränität beurteilen zu können, uns mal fragen, wo stehen wir eigentlich im Verhältnis zur Digitalisierung und zur Vernetzung, um überhaupt mal den Ausgangspunkt für ein souveränes Handeln zu finden. Das nun mal zur Eingrenzung des Themas. Zweiter Punkt, Informationsfreiheit. Und damit arbeiten wir uns langsam an die rechtlich relevanten Dinge ran. Ich habe mal so ein bisschen in der Wikipedia gesucht. Informationen werden dort als Teilmengen von Wissen betrachtet oder anders betrachtet als eine beabsichtigte oder zu erzielende Wissensveränderung. Da steckt ein Manipulationsgedanke hinter. Ne? Wenn ich Wissen verändern will, kann ich das im positiven oder im negativen Sinne tun. Ich habe aber als Gegenstück Daten und Daten sind einfach nur erstmal irgendeine Angabe, die irgendeine Relevanz haben kann, aber vielleicht nicht haben muss. Eine IP-Adresse für sich genommen ist etwas völlig Harmloses. Die sagt nämlich nur, es gibt irgendwo ein Gerät, das irgendwie im Internet ist oder in einem Netzwerk und das durch diese Adresse identifizierbar ist. Wenn ich sie aber mit anderen Daten verknüpfe, zum Beispiel zu welchem Zeitpunkt diese IP-Adresse einem bestimmten Gerät zugewiesen war und welcher User zu diesem Zeitpunkt an diesem Gerät angemeldet war, wird aus verschiedenen für sich genommen langweiligen Daten eine Information. Das heißt, eigentlich sollten wir nicht über Informationsfreiheit reden, wir sollten über Datenfreiheit reden. Und damit haben wir auch das Gegenstück zum Datenschutz aufgemacht. Denn Datenschutz heißt,
Umlauffähigkeit von Daten begrenzt und Datenfreiheit heißt, Daten tatsächlich in jeder beliebigen Form handelbar zu halten und handelbar zu machen. Also wenn wir uns die Frage stellen, es geht um Daten. Wir reden ja auch nicht über Big Information, wir reden über Big Data. Ich will ja gar keine Informationen miteinander verknüpfen, um daraus neue Informationen gewinnen. Ich will ja für sich genommen völlig irrelevante Daten miteinander verknüpfen, um daraus Informationen zu generieren, nach denen ich gar nicht gefragt habe. Ja, also zum Beispiel die Erkenntnis von amerikanischen Supermarktbetreibern, dass Männer in einem bestimmten Alter, die freitagsabends in Supermärkte gehen, Babywindeln und Bier kaufen. Das ist eine wichtige Information. Die hat keiner erfragen wollen, aber wenn ich die weiß, weiß ich, neben den Babywindeln stehen freitagsabends Bierstände, neben den Bierständen stehen Babywindeln. Ich verkaufe beide Produkte und nicht mehr eins, weil der Mann durchrennt und das andere vergisst. Das ist Big Data praktisch. Ja, da lachen Sie jetzt. Das ist Big Data. Aber Big Data ist eben auch, wenn Sie durchs Fernsehprogramm zappen, irgendwo bei ZDF Neo hängen bleiben, einen Bericht sehen über die Auswertung von Social-Media-Daten durch Forscher an der Uni in Cambridge, die sagen, wir haben die Daten uns von 6 Millionen Nutzern angeguckt und haben dadurch relevante Informationen bekommen, die wir vorher nicht vermutet hätten. Der Redakteur fragt, was für eine Information? Er sagt, Harley-Davidson-Fahrer sind dümmer als der Durchschnitt der Gesellschaft. Das sagt ein Forscher, weil das für ihn eine wissenschaftliche Erkenntnis ist, die er aus Daten gewonnen hat von 6 Millionen Social-Media-Nutzern, die gesagt haben, werte meine Daten aus. Wahrscheinlich sind jetzt keine Harley-Davidson-Fahrer mehr darunter. Aber ne, dasselbe haben wir auch bezogen auf Sexualleben. Und das Sexualleben ist datenschutzrechtlich ein besonders sensibles Datum. Wir können heute mit Stamminformationen aus nahezu jedem Facebook-Profil mit einer fast 100%igen Wahrscheinlichkeit sagen, welcher Sexualität sie nachgehen. Und das nicht nur bezogen darauf, lieben Sie Mann, Frau, beides und was sind Sie selber, sondern auch, welche Sexualpraktiken bevorzugen Sie. Das kann man heute wegen der Datenmengen, die da sind, schlichtweg sich angucken. Und das ist wiederum eine relevante Information. Ne? Wenn ich nämlich weiß, wer sexuell wie gepolt ist, kann ich die Werbung auch darauf anpassen, um bestimmte Produkte zu verkaufen, für die man früher Schmuddelkataloge von Beate Uhse brauchte. Also, ne, wir reden über Daten, nicht über Informationen, weil wir aus Daten Informationen machen wollen. Und wenn wir uns den Begriff Teil 2 angucken, Freiheit, muss man ganz ehrlich mal sagen, ja, Daten für sich genommen sind frei. Es gibt keine Zuordnung von Daten. Wir haben vielleicht ein Problem, wenn die Daten einen Bezug zu einer Person aufweisen, hat der Herr Spitz heute Morgen oder gerade eben wunderbare Beispiele geliefert. Wir haben vielleicht ein Problem, wenn Daten Know-how verkörpern, denken Sie an Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Und wir haben vielleicht ein Problem, wenn Daten die Folge einer Investitionsentscheidung sind, weil jemand eine Datenbank mit Informationen aufgebaut hat, wo er sagt, die ist für mich werthaltig, weil ich selber mit Daten etwas tun kann, weil ich sie in eine Strukturform gebracht habe, die andere nicht haben. Und wenn ich mir das angucke, also den Begriff Informationsfreiheit / Datenfreiheit nehme und dann auf die rechtliche Ebene komme, es gibt kein Eigentum an Daten. Eines der größten Fehlverständnisse, die es überhaupt gibt. Es gibt ein Eigentum an Datenträgern. Darauf sind Teilmengen von Daten verkörpert, aber die Daten als solche sind nicht eigentumsfähig. Eigentum meint im deutschen Recht, das ist in § 903 bürgerliches Gesetzbuch geregelt, falls das jemand jetzt kurz googeln möchte, eine Ausschließlichkeits- und Nutzungsfunktion. Ja, das heißt, wenn ich etwas Eigentum habe, entscheide ich alleine, was damit passiert und wie es passiert. Dazu gehört auch die Vernichtungsbefugnis. Wir hatten es heute Morgen mehrmals. Das Recht auf digitales Vergessen, auf das Vergeben möglicherweise, auf das Nichtvorhandensein eines Backup, das gehört zum Eigentum an Daten dazu. Aber unser Alltag zeigt ja, genau dieses Eigentum haben wir ja gar nicht, weil jemand anderes entscheidet und weil, wenn der eine nicht entscheidet, irgendeine eine Kopie hat, der darüber entscheidet. Wir haben auch kein eigentumsgleiches Recht an Daten. Daten sind als solche erst einmal frei. Und es gibt drei wesentliche Ausnahmen davon, nämlich die Fälle, in denen Daten monopolisierbar sind. Das eine, ganz wichtig, Datenschutz ist Persönlichkeitsschutz. 1983, das Bundesverfassungsgericht, ein Jahr nachdem ich den Sinclair ZX81 hatte, ich habe damals nichts mitbekommen von der Entscheidung, Volkszählungsurteil, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Sie dürfen selber entscheiden, welche Daten Sie preisgeben und zu welchem Zweck Sie die preisgeben, es sei denn, jemand kann Sie dazu zwingen, weil es eine gesetzliche Erlaubnis gibt, mit der man Sie zwingen kann. Ja, Datenschutz im Alltag heißt zum Beispiel auch an der Arbeitsstelle zu sagen, wenn man irgendwo neu anfängt und gefragt wird, hallo, schön dich zu sehen, wie heißt du? Sag ich nicht. Das, ja, lachen Sie nicht, das ist gelebter Datenschutz. Warum müssen die Kollegen wissen, wie sie heißen? Dann sagen die, ja, aber wie soll ich dich dann ansprechen? Sagst du, Mickey Maus. Ja, das ist der Einzige, der was anderes wissen muss, Ihr Arbeitgeber. Und selbst wenn Sie mit ihm eine Barzahlung vereinbart haben, muss der auch nicht wissen, wie Sie wirklich heißen. Sie kommen morgens, machen Ihren Job, putzen die Toiletten, gehen nach Hause und den ganzen Tag heißen Sie Mickey Maus.
das ist datenschutzrechtlich absolut in Ordnung. Dass wir andere Dinge machen, hat mit Sicherheitskontrollen und Ähnlichem zu tun und eben mit dem Persönlichkeitsschutz, der da durchbrochen wird, weil es eben auch Rechte Dritter gibt, die dazu führen können, dass ich Informationen über mich preisgeben muss. Wir hatten eben die Frage zum staatlichen Aufklärungsbedürfnis und zum Verhinderungsbedürfnis bei Straftaten. Heißt also, der Persönlichkeitsschutz ist eine Situation, in der ein Datum, weil es personenbeziehbar ist, monopolisiert wird zugunsten der Person, auf die dieses Datum beziehbar ist und die Grenzen aufzeigen kann, weil sie in ihrer Persönlichkeit geschützt werden muss, aber eben nicht wie beim Eigentum grenzenlos, sondern die Grenze reicht so weit, bis ich in die Sphäre eines anderen eingreife. Das kann aber eben auch ein Unternehmen sein, das wirtschaftliche Interessen daran hat, meine Daten zu benutzen. Das Grundgesetz differenziert erstmal nicht und sagt, Unternehmensinteressen sind böse, staatliche Interessen sind böse, Persönlichkeit ist gut. Das sind alles Rechtsgüter von Verfassungsrang, die in einen Ausgleich im Einzelfall gebracht werden müssen. Die zweite Form, wo ich Daten monopolisieren kann, sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. § 17 Absatz 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, wenn Sie die missbrauchen oder verletzten Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Straftatbestand. Das heißt, ich kann ein Datum, das als solches frei ist, dadurch, dass es für mein Unternehmen eine Werthaltigkeit hat, kann ich es monopolisieren und kann die weitere Verwendung beschränken. Auch nicht ausschließlich und absolut, weil der Staat kommt zum Beispiel auch da wieder ran, aber ich kann es begrenzen. Und der dritte Fall ist der Investitionsschutz, den wir im Urheberrecht haben. Datenbankrechte, wenn ich 250.000 in den Aufbau einer Datenbank geschützt habe, sagt der EuGH, diese Struktur darfst nur du benutzen. Die Daten da drin sind frei, aber die Anordnung der Daten in einer bestimmten Struktur ist geschützt. Dasselbe, Sie haben es vielleicht mitbekommen, das Leistungsschutzrecht für Verleger. Ja, wo die Verleger gesagt haben, eigentlich ist das, was Google uns für die Google News Seite klaut, überhaupt nicht urheberrechtlich schutzfähig, weil die nur Snippets rausnehmen. Trotzdem wollen wir Kohle dafür haben, wenn Google das benutzt, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Also hat der Gesetzgeber gesagt, super, wir bauen ein Schutzrecht, weil wir die Investition des Zeitungsherstellers und Verlegers in die Veröffentlichung eines Medienproduktes schützen wollen, unterhalb der Ebene, den wir ansonsten für schutzwürdig betrachten. Wozu das in der Praxis geführt hat, kann man gut im Internet nachlesen, ist auch nicht Thema hier, aber das zeigt, ich kann Teile und Aspekte von Daten monopolisieren, ich kann sie aber nicht ausschließlich irgendeiner Herrschaftssphäre zuordnen. Und wenn wir deshalb über Informations- oder Datenfreiheit reden, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, geben ist seliger als nehmen, ja, geben ist die Regel. Jedes Datum als solches ist frei. Und dass wir uns in der digitalen Welt über Informationsfreiheit unterhalten müssen, liegt schlichtweg daran, dass wir früher gewohnt waren, in der analogen Welt Dinge für uns zu behalten. Wir hatten dieses wunderschöne Zitat mit dem Geheimnis, was einmal raus ist, ist raus. Tatsächlich war es doch früher so, wenn ich ein Geheimwissen hatte als Kirche über die Heilung von Krankheiten vor 1000 oder 1500 Jahren, habe ich die in ein Buch geschrieben, habe dieses Buch eingemauert. Da kam niemand mehr ran. Wenn ich das heute auch noch so mache in der digitalen Welt, Computer ohne Internetzugang, ne, darauf was schreibe und in jeden Abend einen Safe sperre, ist das digital aber trotzdem für niemanden zugänglich. Aber nicht, weil es als solches schutzwürdig ist, sondern weil ich die Entscheidung getroffen habe, dass diese Information geheim bleiben muss. Wenn ich diese Entscheidung aber an irgendeiner Stelle durchbreche und lasse es raus, ist das, was ich an Datum habe, wenn kein Monopolisierungsschutz greift, tatsächlich ein frei handelbares Gut. Und genauso ist das mit nicht personenbezogenen Daten. Ne? Ich hatte eben das Beispiel mit den Harley-Davidson-Fahrern. Ich will das nicht wiederholen. Ich kenne welche, die das Beispiel widerlegen. Tatsächlich, wenn solche Informationen raus sind, kann ich die nicht mehr beherrschen. Wir sind gewohnt, dass wir um bestimmte Dinge Mauern bauen, weil wir glauben, es ist ein Wissen, das wir für uns behalten wollen. In der Schule sprach man immer vom Herrschaftswissen des Strebers und dieses nicht teilen wollen. Aber das machen wir, weil wir eine Entscheidung getroffen haben und wir in der Lage sind, das zu beherrschen. Und wir müssen uns heute fragen, wie können wir das denn in der digitalen Welt überhaupt noch beherrschen, wenn eine Information, die einmal da ist, vielleicht gar nicht mehr gelöscht werden kann, auch wenn wir gesetzliche Regelungen schaffen, die das vorsehen. Und um dann den Link zurückzufinden von dem Rechtlichen zur digitalen Souveränität, wenn Souveränität Überlegenheit und Selbstbestimmung bedeutet und Selbstbestimmung bedeutet, dass wir ein Bewusstsein und eine Kompetenz entwickeln müssen, dann geht das nur, indem wir auf Daten zurückgreifen. Denn ne, ich habe eine 2,5-jährige Tochter, gucken Sie sich an, wie so ein Kind lernt. Das Kind guckt sich Dinge von den Eltern ab. Wenn ich abends wütend bin und schmeiße was in die Ecke, das tue ich natürlich nicht, aber dann tut meine Tochter das auch, weil sie das als übliches Verhalten von mir abguckt. Sie hat ein Datum aufgenommen, eine Angabe, wie man sich zu verhalten hat und hat daraus für sich einen Regelsatz gemacht, ein Bewusstsein entwickelt. Und so werden Kinder heute groß und Kinder werden mit einem anderen Bewusstsein groß, als sie vor 10, 20 oder 30 Jahren groß geworden sind. Ich habe mich schon für einen Nerd gehalten, ne? Sinclair ZX 81, wenn ich mir angucke, was heute 10, 12-jährige Kinder oder auch meine 2,5-jährige Tochter mit elektronischen Geräten machen. Ich war ja damals total blauäugig.
Das ist heute ein ganz anderes Bewusstsein, was im Alltag angekommen ist, wo man sich fragen muss, wie kann ich bei der Vergegenwärtigung von Technik, Digitalität und Vernetzung in meinem alltäglichen Leben, auch in meinem Zuhause, tatsächlich digitale Souveränität entwickeln, ohne dass ich ein Bewusstsein habe und dass ich ein Bewusstsein habe, das durch Daten geprägt wird. Und meine These ist, wir können tatsächlich nur mit Informations- und Datenfreiheit überhaupt digitale Souveränität schaffen. Denn ohne den Erfahrungsstock, den wir heute ganz anders auswerten können, als das früher war, haben wir überhaupt keine Möglichkeit, uns ein Bewusstsein und daraus eine Kompetenz zu entwickeln, wie eigenbewusstes Handeln in einer digitalen Welt aussieht. Was ich aber auch sehe, und dafür habe ich leider keine Lösung, sind die Konflikte, die dabei entstehen. Ne? Persönlichkeitsschutz, Datenschutz des Einzelnen. Ich will Dinge nicht preisgeben, dagegen die Souveränität des anderen, der gegenübersteht und vielleicht genau diese Dinge wissen will. Denken Sie an das Zusammenfinden von Beziehungen. Ne? Früher hat man sich noch ganz klassisch, heute würde man sagen, gedatet. Man ist ausgegangen, hat sich langsam kennengelernt, man hat eine emotionale Bindung aufgebaut. Ja, heute benutzt man dafür eine App wie Tinder, schaut sich ein Bild an, flippt das raus und Tinder erkennt, welche Gesichter mir gefallen und macht mir den passenden Vorschlag für den nächsten One-Night-Stand. Das ist eine Entwicklung, die schlichtweg da ist und die zu Konflikt mit dem Persönlichkeitsrecht führt. Es gibt Apps, die Menschen bewerten, in der ich reingucken kann, kann ich reinschreiben, was ich von anderen Menschen halte. Und diese Apps stellen mich dann in Verhältnis zu meiner Umgebung und zu Dritten. Das ist ein Interesse der Personen, die die App nutzen. Es greift aber in das Persönlichkeitsrecht ein derjenigen, die bewertet werden. Zweiter Konflikt, Schutz der Kirche und Souveränität des Einzelnen. Vielleicht gibt es Wissen, das die Kirche hat, was sie gar nicht preisgeben möchte, weil sie sagt, es macht den Einzelnen unruhig. Es lässt ihn an seinem Glauben zweifeln. Es wirft Fragen auf, die er sich vielleicht nicht stellen soll, weil, ne, wenn wir mal so 1000 Jahre zurückgehen, der böse Teufel möglicherweise um die Ecke kommen könnte. Auch das sind Dinge, wo ich mich fragen muss, rechtfertigt der Schutz einer Institution wie der Kirche oder einer kirchlichen Einrichtung gleichzeitig, dass ich die digitale Souveränität eines anderen begrenze, indem ich ihm bestimmtes Wissen vorenthalte, was bei ihm vielleicht zu einer Bewusstseinsbildung führen könnte und zu einer neuen Kompetenz? Dritte Frage, was ist mit dem Schutz des souveränen Staats und dem Persönlichkeitsrecht aller? Wenn der Staat sich schützen will vor staatsschädigenden Entwicklungen, egal wie man diese jetzt definieren mag, muss ich dafür ins Persönlichkeitsrecht aller eingreifen, weil ich dann nämlich präventiv mich fragen muss, wer unter uns hier heute ist denn der Bombenleger morgen? Das kann ich aber nicht, wenn ich die bestimmte Information nicht habe und damit meine eigene Selbstbestimmung begrenze. Und letztlich, wir haben es leider in den letzten Monaten häufiger erlebt, Schutz des Bürgers vor Terror, also Schutz ihres Körpers, ihrer Gesundheit, ihres ganz individuellen Daseins in der anonymen Masse, ohne dass wir wissen, wer sie sind, damit sie nicht die Nächsten sind, die in dem Flugzeugabfertigungsschalter in die Luft gesprengt werden. Von jemandem, der sein eigenes Leben nicht mehr zu schätzen weiß oder es vielleicht anders bewertet hat als sie. Auch das verlangt ganz massive Eingriffe in Persönlichkeitsrechte. Ja, ethnische Filterungen an Flughäfen sind im Ausland die Regel. Ja, weil ich einfach sage, es gibt Ethnien, die sind gefährlicher als andere Ethnien und deshalb muss ich die Menschen trennen. Wenn Ihr Vater dann möglicherweise aus Vietnam kommt, Ihre Mutter aus Saudi-Arabien, Sie aber einen deutschen Pass haben, gehen Sie an 3 verschiedene Schlangen im Flughafen rein. Weil man differenziert nach der Herkunft, ob jemand gefährlicher sein kann als der andere. Das dient Ihrem eigenen Schutz, ist jedenfalls die Begründung dafür. Es greift aber in Ihre Souveränität ein. Und das sind, ne, wir können diese Konfliktfälle beliebig fortführen, da gibt es eine Vielzahl von. Und die Frage ist für mich eigentlich, ist Informationsfreiheit als verstanden als Transparenz über alle Daten für alle, solange sie nicht monopolisiert sind, zu Recht, eine Lösung für dieses Problem? Und wenn man sich die Fragen stellt dazu, der Staat hat es ja in Teilen schon beantwortet für sich, ist die erste Frage, wer ist denn für die Informations- oder Datenfreiheit verantwortlich? Ja, bin ich das als Einzelner, indem ich aktiv mir das beschaffe, was frei verfügbar ist? Das ist ja heute mit dem Internet sehr einfach. Ist das eine Interessensgemeinschaft, die sich gebildet hat? Ne? Ist das der Staat oder ist es vielleicht die Kirche in Ausübung eines kirchlichen Auftrags? Die Frage muss man sich stellen. Die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn ich denn Dinge freigebe und weiß, wer es tut, wie tue ich das denn dann? Die Kirche hat Archivgesetze. Auch die evangelische Kirche im Rheinland. Mit diesen Archivgesetzen wird festgehalten, was man für dokumentationswürdig aus Sicht der Kirche hält. Die muss aber auch jemand umsetzen. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich mache das alles zu Open Source, Open Data, Open Education Resources, hatten wir heute Morgen, und gebe es einfach alles frei, soll auch jeder selber gucken, was er davon brauchen kann. Ich kann es in Medien zur Verfügung stellen, ich kann es aber vielleicht auch wieder lizenzieren, ne? Als Handelsware.
und dann Mehrwert schaffen, indem ich sage, super, als Kirche weiß ich, welche Kinder in welchen Kindergarten gehen, wie die Verteilung ist, wo ich Bedarf habe, wo ich keinen Bedarf habe, werthaltige Informationen verkaufe ich an Kindergartenbetreiber. Wäre ja auch ein Modell. Und wenn ich das geklärt habe, ist die Frage, was gebe ich denn tatsächlich an Wissen frei? Gebe ich alles frei? Dagegen hat sich jedes deutsche Bundesland und der Staat als solches entschieden. Die haben bestimmte Daten ausdrücklich einer Nichtfreigabe untergeordnet. Oder gebe ich Teilmengen frei? Wenn ich aber nur Teilmengen freigebe, ist die Frage, wer entscheidet denn, welche Teilmenge freigegeben wird? Nehmen Sie das Beispiel Verträge über das Mautsystem in Deutschland, Tollkollekt. Es hat mal jemand gesagt, er möchte gerne diese Verträge sehen, um zu wissen, welche wirtschaftlichen Interessen da abgebildet sind. Die Verträge sind auch freigegeben worden, nachdem man das erklagt hat, aber mit ganz erheblichen Schwärzungen. Wie sollen wir wissen, wie die Daten aus Tollkollekt verwendet werden, wenn wir nicht mal wissen, wie der Vertrag zwischen dem Staat und der Betreibergesellschaft funktioniert? Ne? Oder nehmen Sie das Beispiel TTIP, auch sehr schön. Ne? Als Bundestagsabgeordneter nackt in die US-amerikanische Botschaft reinkriechen, 3 Stunden blättern, aber nicht mitschreiben und nachher sagen, das ist ein 1000-seitiges Vertragswerk, das habe ich in 3 Stunden geprüft. Ja, ich kann mich ja nur auf das verlassen, was andere mir zuflüstern. Wenn ich diesen Filter will, ist das ja in Ordnung. Aber ich muss eine bewusste Entscheidung treffen, Stichwort digitale Souveränität, um das machen zu können. Dann ist die Frage, wann stelle ich Daten bereit? Vielleicht verlieren Daten ja im Laufe der Zeit ihre Gefährlichkeit. Auch das ist eine Entscheidung, die der Staat regelmäßig trifft. Gucken Sie sich die Veröffentlichung von US-amerikanischen Dokumenten zu geschichtlich relevanten Vorgängen wie der Kuba-Krise an, der Lewinsky-Affäre von Clinton. Das sind alles Fragen, wo ich mir die Frage stellen muss, sind Dinge sofort preiszugeben, weil sie jetzt für die Bewusstseinsbildung wichtig sind, oder reicht es, wenn ich das zeitverzögert tue, weil es Risiken gibt, die ich dadurch in den Griff bekommen kann? Und schließlich die ganz wichtige Frage, wer reguliert das Ganze eigentlich und wer betreibt die Missbrauchskontrolle? Denn in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, nicht alles sofort für jeden durch jeden freizugeben, Klammer auf, was nicht durch Persönlichkeitsschutz und andere Dinge monopolisiert ist, Klammer zu, dann habe ich einen Filter eingebaut, den irgendjemand zu eigenen Zwecken missbrauchen kann. Das können wirtschaftliche Interessen sein, das können religiöse Interessen sein, das können soziale Interessen sein, das kann ganz viel sein. Das kann politisches Interesse sein, zum Beispiel die nächste Wahl gewinnen zu wollen, die man eine bestimmte Information erst nachher offenbart. Ich kann mich erinnern, Bürgermeisterwahl in Dortmund vor einigen Jahren, wo ein haushaltsrelevantes Verhalten des Bürgermeisters, der wiedergewählt worden ist, am Tag nach der Wahl bekannt gegeben worden ist. Er ist nicht wiedergewählt worden, er musste zurücktreten, aber hat nicht funktioniert. Irgendjemand muss das kontrollieren. Und das ist der Kontext, in dem wir uns heute bewegen. Der Herr Spitz hat in seinem Vortrag sehr schön aufgezeigt, wozu das heute schon in vielen Fällen legale Datensammeln bezogen auf den Einzelnen führt und wie man das Ganze durch Vernetzung miteinander zusammenbringen kann. Das war aber die Sicht des Individuums, was Teil einer größeren Masse wird und sich dagegen nicht wehren kann. Auf der anderen Seite haben wir die ganzen Daten, die für sich genommen ungefährlich sind, die aber durch das Zusammenfügen möglicherweise gefährlich werden für den Einzelnen. Und dazwischen stehen wir heute und sollen eine bewusste und kompetente Entscheidung treffen, wie wir all diese elektronischen Helferleistungen einsetzen, die uns möglicherweise zu bestimmten Momenten auch das Leben retten können. Stichwort E-Call im Auto. Was ich glaube ist, und was ein großer Fehler bei dem Versuch einer Lösung wäre, wäre die irrige Vorstellung, man könnte durch rechtliche Vorgaben bestimmte Entwicklungen verhindern. Wir können vielleicht bestimmte Entwicklungen verlagern, dass sie nicht mehr in Deutschland oder Europa stattfinden, dann finden sie eben in Indien, in China oder sonst irgendwo statt. Aber es gibt Dinge, die können wir nicht mehr aufhalten, die haben wir Menschen selber in Gang gesetzt. Und dazu gehört die Digitalisierung unseres Alltags und dazu gehört die allzeitige Verfügbarkeit von Wissen. Das heißt, wir müssen eigentlich uns Gedanken machen, gerade auch wir als Juristen, und da sind wir im Moment ziemlich weit im Hintertreffen, wie wir lernen, mit dem, was da ist, umzugehen und wie wir mit dem, was da ist, so bewusst umgehen, dass wir Grenzen aufzeigen können, die tatsächlich da noch akzeptiert sind, die auch tatsächlich durchsetzbar sind, ne? Und keine Papiertiger, so wie wir das heute an ganz vielen Orten machen. Danke.